Hallo, meine lieben Freunde, da bin ich mal wieder. Ich habe heute ein bisschen Ausgang, bin mit dem Auto unterwegs und habe mal kurz einen Abstecher gemacht zum Magajanstrand. Der sieht natürlich traumhaft aus. Aber wie ihr dann auch seht, wenn ihr im Detail mal schaut, das sind natürlich die Bänder. Da ist es dann nicht erlaubt, dann hier schwimmen zu gehen. So, ein kurzes Update zur Lage in der Dominikanischen Republik. Wir haben rund 3000 Corona-Fälle, 140 Tote, Tendenz immer noch steigend. Und da muss man im Grunde genommen schauen, was das die nächsten Tage noch bringt. Wir haben Ausgangssperre, Verlängerung bis Ende Monat. Also da ist noch keine Lockerung in Sicht. So. Bei meinem letzten Video, Kaffee im Kühlschrank, habe ich so ein bisschen aufgerufen, mir so ein paar Fragen zu stellen, was euch so interessiert aus der Dominikanischen Republik. Und siehe da, meine Mama hat eine Frage gestellt, die eigentlich sehr interessant ist. Wie ist das eigentlich bei euch mit eurem sozialen System? Habt ihr überhaupt eins? Und die Frage ist ganz schnell zu beantworten, nämlich wir haben keins. Ja, so einfach ist es. Ja, aber um das mal ein bisschen näher zu erläutern, die Dominikanische Republik hat jetzt kein soziales System, wie ihr das kennt aus Deutschland, wo also da eingezahlt wird in eine Rentenversicherung oder in sonstige Versicherungsdinge, Krankenversicherung, Rentenversicherung, was auch immer. Also hier ist immer noch das alte Prinzip, die Familie sorgt für die älteren Menschen, das heißt also die Familie, hier ist noch Großfamilie angesagt, die sorgt also für Oma, Opa, Uroma, Uropa. Ja? Und das ist natürlich in der momentanen Lage sehr, sehr schwierig. So, jetzt ist die andere Frage, was ist denn eigentlich, wenn hier jemand krank wird? Wie ist das denn? Du kannst dich hier versichern in diesem Lande, ja, das ist klar, wenn du genug Geld verdienst, hast du hier die Möglichkeit, natürlich private Krankenversicherung abzuschließen. Dann kannst du natürlich auch die privaten Krankenhäuser besuchen. Aber normalerweise ist es so, dass der Dominikaner natürlich hier öffentliche Krankenhäuser hat. Aber öffentliche Krankenhäuser sind auch nicht umsonst. Man wird dort zwar behandelt, wenn der Arzt dann gerade da ist, das ist halt das Problem. Man bezahlt aber auch dort eine sogenannte Consulta. Das heißt also, das ist ein Beitrag, ein sehr geringer, 100 Peso, 200 Peso. Also das sind dann 4 Dollar, 3 Dollar, 4 Dollar. Für die Konsulta, das heißt also, dass du den Arzt sprechen kannst, ja, dass du mit dem Arzt sprechen kannst. So, das bezahlt jeder. Und dann ist natürlich der Punkt, dass du nachher dann natürlich deine Medikamente selber bezahlen musst. Das ist auch ganz klar. Aber in den öffentlichen Krankenhäusern ist natürlich der Arztbesuch dann frei. Und ja, da ist natürlich auch entsprechend sind auch wenig Ärzte da. Das kommt ja dann noch dazu. Ja, das ist natürlich dann das Problem, dass da immense Schlangen sind und dann sitzen die Leute morgens früh schon dann in irgendeiner Form dann auf den Sitzen und warten dann, bis irgendwann am Tag der Arzt kommt. Denn der liebe Arzt, der macht also dasselbe dann in 5, 6, 7, 8, 10 anderen Kliniken. Und da ist das natürlich sehr schwierig, das Ganze so zu bewerkstelligen. Wir sind krankenversichert, wir sind privat krankenversichert. Das bedarf natürlich ein bisschen mehr Geld. Ich bezahle für meine private Krankenversicherung 2.800 Peso. Das sind umgerechnet, glaube ich, $50 im Monat. Und damit kann ich in private Kliniken gehen und werde dann entsprechend natürlich auch dann behandelt. Ja? Aber für einen Dominikaner ist das ein Viertel seines Gehaltes und das ist natürlich sehr schwierig zu bewerkstelligen. Wie ich vorhin sagte, also Altersversorgung ist nicht groß der Fall, denn hier werden natürlich die älteren Herrschaften von ihrer Familie versorgt. Das heißt also, wer zu Hause Geld bringt, der versorgt natürlich komplett die ganze Familie hinten dran. Und deswegen gibt es hier diese riesigen Großfamilien und deswegen wird hier dann auch gekocht den ganzen Tag, Reis, Bohnen und Huhn. Und damit versorgt man dann im Grunde genommen diese ganze Völkerschau. Bei mir nebendran, also als Beispiel Venezuela, da wohnen Venezolaner, die sitzen auch zu sechst und ein kleines Kind in dieser kleinen Wohnung, sie ist genauso groß wie meine. Und da seht ihr aber dann auch, dass genau das gleiche System, also in allen lateinamerikanischen Ländern wird das genauso gehandhabt. So. Ja, meine lieben Freunde, da muss ich das Video jetzt zu Hause fertig machen, denn am Magajanstrand, da hat mir im Grunde genommen der Wind die Stimme weggefegt. Also du hättest jetzt nichts mehr gehört von dem, was ich jetzt hier gerade sagen würde. Ja, also deswegen sitze ich hier an meinem Schreibtisch und mache also im Grunde genommen den Abspann des Videos hier vom Tisch aus. So,
Nochmal ganz kurz zusammengefasst, soziales System in der Dominikanischen Republik in der Form, wie ihr es kennt, nein. Rente, wenn man im Grunde genommen nicht bei der Regierung arbeitet, die Regierungsmitarbeiter, die Minister, was auch immer, bekommen eine Rente. Die haben sogar, je nach Amtsposition, haben die sogar Sekretäre, Sekretärinnen, Bodyguards und so weiter. Also je höher, desto besser. Aber der normale Arbeiter hat also keinerlei Rentenanspruch. Da ist also die Großfamilie, die im Grunde genommen dann für das Alter sorgt. Also die jungen Leute, die arbeiten, versorgen dann die Älteren mit. Krankenversicherungen, wenn man das Geld dazu hat, kann man das machen. Das ist also weniger das Problem. Aber das Geld muss vorhanden sein. Für die Dominikaner gibt es die Clinica Publico, also das öffentliche Krankenhaus. Man bezahlt dort die Consulta und hat aber dann im Grunde genommen den Rest der Behandlung kostenlos. Man muss halt im Grunde genommen dann auf Ärzte warten. Genauso ist es aber auch dann mit der Verpflegung dort, denn man liegt in großen Sälen und muss von der Familie dann verpflegt werden. Da ist also nichts mit Essen bekommen und Trinken bekommen. Da sitzen dann also 20, 30 Familienmitglieder noch neben den Kranken und versorgen dann im Grunde genommen die Patienten mit Lebensmitteln und Getränken. Medikamente muss man selber bezahlen, kaufen, das ist ein Riesenbatzen Geld. Einige Versicherungen bieten auch das Medikament dann mit an, aber dann ist natürlich die Versicherung noch teurer. Ja. Und ja, so ist das halt nun mal in einem fremden Land und da muss man sich dann schon im Klaren sein, wenn man hier leben möchte in der Dominikanischen Republik, dass es so abläuft. Ne? Und ganz klar sind natürlich diese Kliniken nicht dem europäischen Standard entsprechend, also in ein Hospital Publico möchtest du oder ich oder wie auch immer nicht hinein. Also da kannst du froh sein, eine Privatklinik sieht da also schon besser aus. Ne? Also nochmal, ihr könnt froh sein, dass das deutsche System existiert, das ist eigentlich ein sehr gutes System. Und gut, solange wir es generell nicht benutzen müssen, gerade was Krankenhäuser betrifft, ist das alles schon okay. So, ihr Lieben. In einem meiner nächsten Videos werde ich dann weitere Themen behandeln. Da waren noch ein paar interessante Sachen dabei. Und ich werde dann immer so Stück für Stück ein anderes Thema dann nochmal aufgreifen und behandeln. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal dann. Wie immer, tschüss, euer Uwe.